Herzlich willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon. Ja, heute spielen wir weiter. Gestern kam ja der Vater von Dictri und braucht Hilfe, denn sein Sohn wurde entführt. Und da gehen wir auch gleich sofort hin, aber wir spielen jetzt hier das Hauptspiel und ich wollte mal gucken, ob man hier rein kann. Leute, die Dungeons liegen in eine andere Richtung. Okay, da können wir leider noch nicht hin. Oh, ich mochte diese Areale damals. Die waren so schön, da habe ich mich manchmal echt stundenlang hingestellt, weil jedes Areal seinen eigenen Sound hatte, was? Soundtrack und sowas. Labern die eigentlich immer noch das gleiche? Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit gab es sehr viele Naturkatastrophen. Aus Angst sind viele Pokémon wild und aggressiv geworden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Okay, die sagen was anderes tatsächlich. Vor kurzer Zeit gab es einen schlimmen Waldbrand, ganz fürchterlich. Zum Glück konnten Tutuk und Impagato das Feuer schnell löschen. Aber wenn sie nur etwas später gekommen wären, hätte das übel geendet. Oh weh. Und Snubbur. Wie bitte? Und Bilbap. Oh, lol. Sagen die dort nichts anderes? Haben die das auch gestern gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. So, auf jeden Fall können wir jetzt hoffentlich in die Pilipa-Post mal reinschnuppern. Willkommen bei der Pilipa-Post. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Bei uns können Sie Freunde mit Hilfe des Internets oder eines Passworts gegenseitig helfen. Wenn dein Team in einem Dungeon kampfunfähig wird, kann dir ein Freund zu Hilfe kommen. Natürlich kann dein Team auch einem anderen Retterteam zu Hilfe eilen. Außerdem können deine Teammitglieder deinem eigenen Team helfen. Wenn du gerettet wirst, verlierst du nichts. Und wenn du selbst jemanden rettest, bekommst du eine Belohnung. Hurra! Es ist sehr wichtig, einander zu helfen. Mach es dir am besten zur Gewohnheit. Um diese Spielfunktion optimal nutzen zu können, müssen Datum und Uhrzeit auf deiner Nintendo Switch-Konsole korrekt eingestellt sein. Ja, sind sie. Nun denn! Willkommen bei der Pilipa-Post! Wenn du zu einer Rettung aufbrechen willst, wähle die Option Pilipa-Portal. Ein Freund, was denn? Hä, warte, wenn du zu einer Rettung aufbrechen willst, wie, ich kann auch von hier? Von hier aus kannst du zur Rettungsauftrag in den Dungeons aufbrechen. Ja, Schlupuk rufen, wieso soll ich den Schlupuk rufen? Ich ruf mal Schlupuk. Willkommen in den Schlupungslinkladen. Ach, cool. Oh, geil. Das finde ich schon recht amüsant. Okay, von hier aus kannst du aber nicht auf die Aufträge aus dem Brief oder die vom Infobrett zugreifen. Wow. Wow. Die Items, die du für gewöhnlich dabei hast, wurden vom Lager in die Sammelbox übertragen. Ich würde dann sagen, wir gehen lieber den normalen Weg. Sorry, Pilipa. Also irgendwie ist mir das ja noch ein bisschen suspekt. Okay. Ich habe irgendwie Geld und Sammelbox weggeschickt. Na, dann wollen wir mal, ne? Dann wollen wir mal Dicta retten. So, im Stahlwerk. So. Okay. Der Name eines Dungeons Glitzer. Das bedeutet, dass es dort besonders viel zu holen gibt. Du kannst dort die doppelte Menge an Geld und viel mehr Schatzboxen finden als sonst. Oh, okay, das ist auch neu. Aber ich möchte Stahlberg machen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht später zu leicht wird oder so. Da wären wir! Der Stahlberg! Dicta wurde also auf den Gipfel verschleppt! Ganz genau! Ach nee. Das ist mir Dicta. Ganz genau. Der Gipfel befindet sich auf Ebene 9. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Ja, okay, danke, Dicta. Ah, vielleicht sehen wir endlich mal die Füße von Dicta. Okay, auf geht's. Okay. Palenia? Ich glaube Palenia, ne? Ich glaube schon. So, jetzt sind wir im Start. Ach man, das sieht man immer noch. Kann man das nicht irgendwie wegmachen? Oder hier? Klar, keine Wettereffekte. Okay. Ohne Wirkung, wie ist das denn? Achso, das ist einfach nur. Aber ich will den Scanner aushaben.
Mann, hallo. Tempokamera, bla bla bla. Sie aus. Nein, 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 nein. Nee, schade. Fühl ich ein bisschen schade, dass man die Items nicht auskriegt. Mann. So, dann wollen wir mal. Die Parts, die werden immer eine Stunde lang werden. Habe ich mich dazu entschlossen. Das Hauptspiel soll ungefähr 15 Stunden gehen. Aber danach gibt es noch richtig viel zu machen. Deswegen keine Panik. Auf der Stadik. Rechte Hand, okay. Rabautz. Rabautz hält mir auch noch in mein Pokémon-Schild. Schwert, Pokédex. Beziehungsweise Pokémon-Bank. Auf Schwert hatte ich es irgendwann mal. Müsste ich mal wieder fangen oder einfach. Oh, Tarnel. Lol, Tarnel gibt's hier. Das finde ich cool. Oh, Tarnel hätte ich gerne im Team. Wenn man A drückt, dann wählt er direkt die effektivste Attacke aus. Ich lass mich mal kurz heilen hier. So, und heilen tut man sich, indem man einfach nur herumläuft. So, dann laufen wir hier ein bisschen rum. Auf der Karte sieht man zum Glück, wann irgendwann... Achso, wir sind voll. Okay, okay, okay. Steilberg, Ebene 2. Und das Geld. Geld ist hier sehr, sehr wichtig. Damit man sich später Partnerareale kaufen kann. Und die sind recht teuer, würde ich sagen. Partnerareale sind dann dazu da, um andere Pokémon zu rekrutieren. Das heißt, Anton müsste auch irgendwo ein Areal haben. Und wieso geht Anton wieder zurück? Also, ja, ich glaube, seine Taktik muss ich auch noch die Tage noch einstellen. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Spiel. Es wird mir auf jeden Fall Spaß machen. Ich weiß das. Pokémon Mystery Dungeon war immer so mega geil. Oh ne, jetzt habe ich den falschen angegriffen. Oh mein Gott. Paleni hat ein KP-Knappheit bemerkt. Wen willst du mit einem Exemplar des Items Nibble? Okay, komm. Leute, er geht automatisch nach links. Das ist auch ein bisschen gescheite. So war das früher auch nicht. Gut, den haben wir besiegt. Levelaufstieg. Palenia? Ja, nice. Nice, 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 nice. Gut, mein Level. Gut, mein Level ist gestiegen. Konfusion. Oh, super. Gut gemacht. Und Zickzack. Zickzack konnte man früher immer sehr, sehr gut trainieren. Oh, Leute, mein Mikro ist runtergefallen. Mal kurz richten hier. So. Ja. Also in Polen. Da hat man dann irgendwie einen Kampf gemacht und dann drei Levels ab. Jedes Mal, ey. Das war schon. Ah komm, das Item, das hole ich mir noch. Top Elixier, ne? Nee, Top Äther. Ach, ist doch das gleiche. Top Äther. Und hoch. So, Steilberg E3. Och man, ich bin Tarnel im Team. Was stand da? Ich hab's nicht gelesen, irgendwas mit Mitstreiter. Am liebsten wäre ich nach links gegangen. War ich jetzt. Die Items, die interessieren mich schon. Weil ich glaube, ich muss die Karte im nächsten Dungeon mal ausstellen. Aber dann bin ich vielleicht verwirrt. Och man, ich will die Items nur nicht sehen. Ja, ja, wenn die AP ausgehen, bla bla. Hier haben wir nochmal Geld. Eine Prisiflare. Halt den Status Gift. Ein Habitat. Oh. Okay. So. Warte. Werden da auch die Typen angezeigt? Ich meine, ich kenne die eh. Ja, tatsächlich. Unter Medital? Sieht man jetzt so eine Faust für Kampf und so komische Kreise für Psycho. Ja, als ob ich da kein Blut machen kann. Das bin ich. Okay. Ruckzuckip ist die effektivste. Oh Gott, Geduld. Ey, das muss weg. Komm. Au, 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 au. Oh Gott. Puh, ich hatte gerade echt Angst vor Geduld. Weil Geduld hätte mich wahrscheinlich gewippt. So. Trapezieren. Apo.
Was heißt denn dieses Apo da rechts? Hab ich gerade gelesen. Unter 55. Apo. Keine Ahnung, was Apo heißt. Wir müssen gleich auch schon was essen. Sieht man oben rechts. Ja, du schaffst das schon, oder? Palenia? Ja, super. Gut gemacht. Oh, ich hätte nach oben gehen sollen. Gucken, ob es da Essen gibt. Was gibt's hier? Hier gibt's gar nichts. Ja, okay, Konfusion, nice. Tackle, okay, ist nicht ganz so weh. Ah, feurige. Oh, Tarnhill. Oh Gott, Tarnhill kann ja. Komm, weg. Oh, super. Ist hier ein Apfel? Perfekt, hier ist ein Apfel. Den essen wir auch, glaube ich, direkt. Apfel. Da ist der Apfel. Essen. Moritz. Perfekt. Oh, aua. Komm hoch, Schucki. Super Anton. Oh, er lebt noch. Finde ich nicht ganz so cool. So, Levelaufstieg. Perfekt. Ah, ja, okay. Mein Level ist gestiegen. Ja, cool, ne? Oh, Anton geht aus dem Wunder. Was soll das denn jetzt hier? Wieso habe ich da ein Ausrufezeichen? Ich weiß es nicht. So, die Steinstein, den nee, Geobrocke, die nehmen wir mal mit. Stahlberg 5. Noch 4 Ebene. 4 Ebenen. Hier gibt es aber auch wieder viele Items. Härtner, okay. So, hier. Fassade. Oh lol. Ich wusste gar nicht, dass Fassade zweimal angreift. Oder war es irgendwie eine Link-Attacke, die ich eigentlich nicht gekauft habe? Ich weiß nicht, dass Anton jetzt gegen Militär kämpfen wird. Und Kratzer einsetzt. Und ich mach Ruxuki. Ja. Nee, das ist ein Monster. Ich möchte nicht nach unten laufen, Leute, sorry. Boah, Kleinstein. Mann, ich mach hier kaum Schaden. Ich hab mir auch überlegt, ne? Wenn jemand auf Dicta Psychokinese macht, ne? Dann müsste der ja eigentlich aus dem Loch rauskommen, oder? Weil sonst fände ich das echt komisch, wenn er da irgendwie drin stecken bleibt. Ja, also, ja, über diese Dinge mache ich mir Gedanken. Super. Whereabouts, aber Fassade. Die ganze Zeit irgendwelche E-Mails, ja. Ach, nochmal, hier, drauf aus. Mann, ich hätte einfach von da aus A drücken sollen. Aua. Okay, hier haben wir nochmal Geld. Ja, komm. Noch einen Rabaut. Ist daneben gegangen. Gut, er hat ihn angegriffen. Apo. Was heißt dieses Apo? Ich weiß es nicht. Geht das Apo weg, wenn da... Nee. Ich kann euch nicht sagen, was Apo heißt. Apfelmittel? Abführmittel? Ich hab keine Ahnung. Oder Apotheke oder sowas. Oder AP vielleicht 0. 0 AP. Oh, das könnte es auch sein. Das könnte es auch sein. Ich guck mal eben. Team-Info. Ah, Loot hat 0. Okay, und Aquaknarre hat 0. Okay. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Kugelhieb. Okay, zurückschrecken. Okay, Anton ist zurückgeschreckt. Aua, ist das weh? Ja, weg mit dir. Ah, da unten ist, glaube ich, ein Shop, oder? Ist das schon der erste Shop? Das wäre ja lustig. Oh, das wird jetzt hier was. Oh, cool. Haben wir geschafft. Haben wir echt geschafft. Locker easy. Oh nee. Ich mach wieder Geduld. Gut. Haben wir auch geschafft. Oh, tatsächlich ein Kekleon-Laden. Ich fass es nicht. Auf der ersten Ebene.
Schafwurst? Nee, brauche ich nicht. Aber ich würde gerne einen Apfel, glaube ich, mitnehmen. So, den Apfel, den wollen wir natürlich hier kaufen. Ja, nehme ich. Vielen Dank. Tschüss. Ist das ein Belebersame? Nee, Schlafsame. Nee, wollen wir nicht. Tschüss, Kick Leon. Man kann dann natürlich auch die Sachen stehlen. Aber das würde ich erst machen, wenn man in einem höheren Level ist. Also jetzt hat man da keine Chance, weil Kick Leon ist echt stark. Echt stark. So. Okay. Tabitak ist auch sehr, sehr stark. Aber das macht uns nichts aus. Welche Ebene war das? Ebene 9, oder? Dann möchte ich gleich eben meine AP auffüllen. Boah, Pinsel gibt's ja einfach schon. Wow. Oh nein. What the fuck? ja, ich würde mal sagen. Wir fliehen. Wir wollen mal eben hier ein bisschen KP auffüllen. Nee, Anton, Anton, komm her. Komm her. Oh Gott, ich muss was essen. Kacke. Okay, Anton, wir müssen doch kämpfen. Wir müssen doch kämpfen. Essen. Ich. So. Komm her. Vicky. So, ich mach mir fertig. Oh, ich kann nicht mehr angreifen. Okay. Anton, du schaffst das. Okay, ich glaube an dich. Oh Gott, es ist verwirrt. Anton? Anton, mach nichts Falsches. Geben? Ach gut. Puh, Anton, das war knapp. Also ich dachte, Anton, komm her. Oh mein Gott, ich glaube, ich sollte lieber kämpfen. Oh nee. Nee, wieso macht ihr denn schon wieder Geduld? Rast dir aus. Oh, Anton, super. Level 8. Perfekt. Bist du eigentlich ein schnelles Anton? Oh, nicht so ganz normal, würde ich sagen. Gut. Da haben wir einen kleinen Stein. Aber. Nice. Als ob der jetzt auch schon wieder aufsteigt. Aber wir haben ein schnelles Folge. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Obwohl das in dem Spiel eigentlich nicht so wichtig ist. Fällt mir gerade auf. Vielleicht für Nitro-Ladung. Bin mir nicht ganz sicher, ob es in dem Spiel hier auch die neuen Attacken gibt. Und nicht nur die alten. Deswegen weiß ich das gerade nicht. Die Items, die schnappen wir uns noch. Genau, Anton, hilf mal mit. Und dann gehen wir ganz, ganz schnell hier. Achso, ich wollte AP auffüllen. Sammelbobs. Top-Eater. Trinken. Moritz. Blut. Ich brauche Blut, glaube ich, für Dingsy. Super. Dann haben wir hier noch. Top-Eater für Palenia. Akkordnahme. Und ich würde, glaube ich, ganz gerne. Na, komm, wir schaffen das auch so, oder? Leute. Ich glaube schon, wir schaffen das. Sieh mal, Moritz! Da drüben ist Dicta! Hey, alles in Ordnung? Wir sind hier, um dich zu retten! Ich hab Angst! Oh mein Gott! Ein Vogel? Hey, ihr da! Was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um Dicta zu retten. Lass ihn sofort frei, Panzerion! Wie könnt ihr es wagen? Es ist doch alles seine Schuld. Seit Tagen kriege ich keine Augen zu, weil hier ständig die Erde rumort. Und das alles nur, weil Rabauken wie er wie Wahnsinnige unter der Erde rumbuddeln. Aber das stimmt doch gar nicht. Zugegeben, in letzter Zeit gab es so einige Erdbeben. Doch ich bezweifle stark, dass Dicta und seine Familie dafür verantwortlich sind. Seid still. Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist zwecklos. Panzer Aaron ist so aufgebracht, um auf uns zu hören. Wir müssen wohl
zumindest die Pokémon-Rufe hier mit reinmachen können, oder? Okay, Angriffsszenario. Boah, ich bin gespannt, wie stark der ist. Wehe, du machst keinen Loot, genau. Kickstar, aua, okay, 15. Das geht noch. Er brennt zum Glück. Silberblick, ja, okay, ne? Silberblick macht, ja. Windschnitt, aua. Und. Ich halt auch. Okay, ich muss jetzt hier. Ja, ja, ich weiß. Okay, Moritz. So. Perfekt. Können wir jetzt wieder zurückgehen? Sehr gut, hä? War's das schon? Oh. Da habe ich wohl den Kürzeren gezogen. Ich ziehe mich lieber erstmal zurück. Oh, er zieht sich zurück? Oh, das ist neu. Glaube ich. Weil früher war er dann besiegt. Hey, wir haben Panzer Aeron verscheucht. Alles ist wieder in Ordnung. Du kannst jetzt rüberkommen. Wie soll er denn rüberkommen? Ich kann nicht. Ich habe Angst. Kein Problem. Wir kommen und holen dich. Warte einen Moment. Oh je. Da geht es aber ganz schön weit runter. Man kann ja nicht mal den Boden sehen. Moritz, was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Piep, piep. Hey, ihr seid doch die Magnetino von neulich. Wir haben hiervon erfahren. Bzzz. Wir retten Dicta aus der Luft. Bzzz. Oh ja, vielleicht sind wir jetzt die Beine von Dicta. Halt dich an uns fest, beep, beep. Wie soll er sich denn an euch festhalten, wenn er keine Arme hat? Oder hat er Arme? Hm? Keine Angst, wir verpassen dir schon keinen Stromschlag. Bzzz. Was? Als ob man nichts gesehen hat. Hallo. Mann, ey. Jetzt wissen wir immer noch nicht, ob er Beine hat. Oh, ich hatte ja solche Angst. Ich zerschließe dich noch nie so hoch rum. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Okay, er hat Füße. Füße? Er hat Füße? Hauptsache, du bist wieder in Sicherheit. Das ist doch das Wichtigste. Ja, vielen Dank. Oh, du wurdest gerettet. Hurra, hurra. Tralala. Hier ist Dicta. Hoch, was war das? Hier habe ich da etwas stimmen? Ups, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Ich bin's, Dicta. Oh, Papa. Dicta, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Ja, keine Sorge. Ich hatte zwar echt... Oh. Ja, keine Sorge. Ich hatte zwar echt Angst, aber jetzt ist alles in Ordnung. Und das habe ich nur Moritz und seinem Team zu verdanken. Vielen Dank für alles. Ihr seid wahre Helden. Vergiss bitte nicht auch unserem Freund dem Magnetilo zu danken. Allein hätten wir es nämlich nie und nimmer geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Aber nein, nicht doch. Piep. Das war doch Ehrensache. Oh nein, Ehren. Oh, hört auf mit Ehrenbrüder oder sowas. Unsere Entwicklung ist ja schließlich auch ein Dreier gespannt. Da muss man doch zusammenhalten. Wir Pokémon sind doch letztlich alle eine große Familie. Bzzzt. Ich bin beeindruckt. Nochmals vielen Dank. Wir müssen jetzt los, Moritz. Palenia. Vielen Dank. Leb wohl. Tschum. Gut, die Löcher haben sie wieder zugemacht. Finde ich super. Heilsame. Oh, 800. Nice. Wir gehen dann auch mal. Piep. Wartet, lauf nicht weg. Was gibt es denn? Möchtet ihr unserem Team beitreten? Euren Team beitreten? Bzzzt. Ja, immerhin hätten wir unseren letzten Auftrag ohne euch nie abgeschlossen. Wir werden eure Hilfe bestimmt auch in Zukunft gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch? Ja, wir brauchen euch. Zurück zu euch. Was meint ihr? Bei der anderen Götterteam beitreten?
einen Retterteam beitreten? Das klingt nach Spaß, bip bip hurra. Aber wenn ihr uns für einen Rettungsauftrag benötigt, müssen wir uns in der Nähe aufhalten, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es hier irgendwo einen passenden Ort, wo wir uns niederlassen könnten? Naja. Oh, also nicht. Schade. Dann können wir eurem Retterteam leider nicht beitreten. Bis dann. Okay, dann nicht. Das ist wirklich schade. Aber ja, sie haben recht. Unsere Mitstreiter müssen in der Nähe leben. Wie sollen sie uns sonst unter die Arme greifen, wenn wir ganz plötzlich in einem Dungeon müssen? Wir müssen Orte finden, an denen die Pokémon leben können, wenn wir wollen, dass sie in unser Team beitreten. Hey, ich hab's! Lass uns morgen gemeinsam zum Pokémon-Platz gehen. Da gibt es einen tollen Laden, den Knuddeluft-Camp-Kiosk. Es war niemand da, als wir letztens daran vorbeiliefen, aber morgen ist er vielleicht geöffnet. Du weißt schon, der Laden direkt neben der Snoopy-Card-Bank. Er wird von einem Pokémon namens Knuddeluft geführt. Vielleicht bekommen wir da ein paar nützliche Informationen. So machen wir es. Morgen steuern wir als erstes den Pokémon-Platz an. Puh, endlich. Oh ne, jetzt kommt noch mal eine Szene. Wo bin ich? Schon wieder. Dieser Traum. Oh, welches Pokémon könnte es sein? Dieses Mal höre ich etwas deutlicher. Was, ein Mensch? Meine Rolle? Warte! Bitte erzähl mir mehr! Oh nein, das ist verschwunden. Und jetzt muss ich wieder aufwachen. Am nächsten Morgen. Yum, 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 yum. Oh, neuer Tag, neues Glück. Morgen, Moritz! Das sieht aber jemand müde aus. Bist du etwa ein Morgenmuffel? Hahaha! Nee, eigentlich nicht. Was? Du hast in letzter Zeit oft seltsame Träume? Ja. Was sind das denn für Träume? Privat. Oh. Ich erzähle die Träume, okay. Ha, verstehe. Moritz, du hast doch gesagt, dass du in Wahrheit ein Mensch bist, nicht? Da könnte es so sein, dass vielleicht haben die Träume etwas damit zu tun, wie du ein Pokémon geworden bist. Ich muss dich da etwas fragen, Moritz. Wärst du gerne wieder ein Mensch? Nee, weil als Mensch muss man wirklich arbeiten, ja? Und das macht keinen Spaß. Ich glaube, das hier macht mehr Spaß. Nee, ich bin mir nicht sicher. Was hast du denn? Kannst du dich etwa nicht entscheiden? Das glaube ich dir gern. Mit mir zusammen zu sein, ist ja auch bestimmt viel lustiger. ja. Ja, würde ich schon sagen. Da fällt mir ein, wir hätten davor, heute zum Pokémon-Platz zu gehen, oder? Wir wollten herausfinden, wie wir neue Mitglieder aufnehmen können. Worauf warten wir noch? Nichts wie auf zum Knuddeluft-Camp-Kiosk. Yeah, vielleicht kriegen wir heute unseren ersten Partner, Leute. Das wäre cool. Das wäre cool. Oh, hallo. Sogar ein Ausrufezeichen. Willkommen im Knuddeluft Camp Kiosk. Ach, ist das etwa euer erster Besuch hier? Ah, verstehe. Ihr habt euer Retterteam gerade erst gegründet, nicht wahr? Dann seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Im Auftrag der Rettungsorganisation unterstütze ich die Retterteams für euch. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Camps für die Retterteams zu erschließen. Dort können sich die Mitglieder der einzelnen Teams aufhalten. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn ein neuer Auftrag ansteht. Ob im Wald oder am Wasser, Camps gibt es an allen möglichen Orten. Ihr habt also die Qual der Wahl. Am besten sucht ihr euch Orte aus, die für Pokémon geeignet sind, die ihr in euren Team aufnehmen möchtet. Normalerweise kostet es Geld, Camps zu erschießen, aber ich will mal nicht so sein. Da ihr heute das erste Mal hier seid, schenke ich euch 3 Camps. Oh, das ist aber nett. Tada! Meinen Glückwunsch! Ihr habt einen Zugang zur Wildebene, zum Hochnebelwald und zur Himmelblauebene. Jetzt könnt ihr Pokémon anwerben, die ihr
in eines dieser drei Camps gesagt. Wie man neue Pokémon anwirbt, wollt ihr von mir wissen? Nee, eigentlich nicht, ich weiß es. Manchmal freundet man sich mit Pokémon an, gegen die man im Dungeons kämpft. Sie fragen euch dann nach dem Kampf, ob sie eurem Team beitreten dürfen. Das war's mit meiner Erklärung, denn probieren geht über studieren. Beep, beep. Wo du schon dabei bist, Camps zu verteilen, kannst du den beiden bitte auch Zugang zum Kraftwerk gewähren. Ich will ihrem Retterteam nämlich ebenfalls beitreten. Na gut, heute ist euer Glückstag. Tralalalala, tralalalala, Campsucher, wir haben was für alle da. Tada! Herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen Zugang zum Kraftwerk. Bip bip hurra, das Kraftwerk ist jetzt verfügbar, bip bip hurra. Verzeihung, Piep, mein Freund konnte euer Angebot gestern nicht annehmen. Das hat ihn die ganze Nacht gewurmt, Piep. Er wünscht sich nämlich nichts sinnlicher, als eurem Team beizutreten, Piep. Würdet ihr meinen Freund bitte in eurem Team aufnehmen? Aber klar doch! Schließlich waren wir es ja, die ihn in unserem Team haben wollten. Dein Freund ist mehr als willkommen. Super, Piep. Vielen Dank, Piep. Gib dein Bestes und sei deinem Team kein Klotz am Bein, Piep, Piep. Piep, ich werde mein Bestes geben, versprochen, Piep, 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 Bura. Magnetilo ist seinem Team beigetreten. Möchtest du Magnetilo? Ja, machen wir mal eben. Und zwar hat sich die Merle gewünscht, dass sie das Magnetilo ist. Magnetilo ist. Ich weiß mal nicht, wieso ausgerechnet ein Magnetilo, Merle, aber das ist für mich in Ordnung. So, beenden. Ist Merle richtig, ja. Super, Merle. Beep, ich werde mich da mal im Kraftwerk aufladen gehen. Voll. Wieso ein Magnetilo, hallo? Also, ich finde das Pokémon nicht ganz so cool. Wenn ihr meine Hilfe braucht, holt mich einfach im Kraftwerk ab, Beep. Bis dann, Piep, Piep. Dann gucken wir gleich mal ein Kraftwerk vorbei, um zu sehen, wie es aussieht. Der Weg links von eurer Basis führt zu den einzelnen Camps. Wenn ihr Merle auf ein Abenteuer mitnehmen wollt, müsst ihr die Teamaufstellung ändern. Nehmt dazu einfach den Weg nach unten. Ihr könnt die Mitglieder austauschen, bevor ihr zu den Dungeons aufbrecht. Das wär alles. Dann haltet mal schön die Ohren steif bei eurer Arbeit. Dankeschön. Dann holen wir uns, glaube ich, schon mal hier ein paar Info, ein paar kleine Jobs hier ab. Oh, seltsame Höhle. Okay. Die nehmen wir auch mal mit. Stahlwerk. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele man annehmen durfte. Ah, nur 8. Okay, okay. Okay. Ja, ja. Okay. Dann geben wir. Achso, wir hätten auch den Diktatunnel nehmen können. Habe ich vergessen. Oh, wir sollten hier durchgehen. Okay. Hoch! Was ist da los? Gibt es etwa Streit? Bitte helf meinem Freund, bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, für Lau arbeiten wir nicht, kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Hey, was ist denn hier los? Meinst du den Aufruhr hier? Papunga bietet um Hilfe, aber offenbar ohne Erfolg. Seht ihr den da? Denn in der Mitte mit der schwitzen Nase, das ist Dingulis, ist der Anführer dieses Retterteams. Sein Team ist ziemlich gierig, da wird nur gearbeitet, wenn die Bezahlung üppig ist. Papunga kann einem leid tun, bei denen stößt sein Flehen auf taube Ohren. Moment! Oh, Simsala. Was wollt ihr denn hier? Seht nur, das ist der Simsala, das ist Simsala. Hilfsbereitschaft ist nicht gerade deine Stärke, habe ich recht. Um Papungas Freund zu retten, braucht er einen starken Windstoß. Mit Hilfe deiner Blätterfächer sollte das doch kein Kinderspiel für dich sein. Also stellt euch nicht so an und helft dem armen Pokémon hier. Na gut, wir kümmern uns drum. Schnell weg. Ach, der macht das so ähnlich. Wow. Tengulus hat sofort eingewilligt und zwar ohne jede Widerworte. Sag mal, wer ist das denn überhaupt? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsala das Team. Das berühmteste Retterteam weit und breit. Das da ist Lurak. Sein Flammenwurf kann Berge zum Schmelzen bringen. Und hier haben wir Despotar.
Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine großen Kraft. Und das ist ihr Anführer Simsala. Simsala macht keine körperlichen Angriffe. Er kämpft lieber mit seinen Psychokräften. Sein Gehirn ist sehr weit entwickelt und er hat einen IQ von sage und schreibe 5000. Das heißt, er habe sich alles gemerkt, was je auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt dem Team die Anweisung. Er ist der unbestrittene Anführer. Vielen Dank. Du musst mir nicht danken. Ah, du musst mir nicht danken. Das war doch selbstverständlich. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Wow, diese Ausstrahlung. Krieg ich ein Autogramm? Dieses Team hat seinen Goldrang nicht ohne Grund. Hm? Huch, was hat er denn? Was ist los? Ach nichts, alles in Ordnung. Lasst uns gehen. Tschüss, Simsala und Lurak und so weiter. Puh, jetzt habe ich es aber echt mit der Angst zu tun bekommen. Cool. Puh, Moritz. Wir müssen auch so werden wie die. Am besten, wir werben viele Pokémon an und werden ein Retterteam erster Klasse. Oh, Ginga. Nicht so lange ich das verhindern kann. Okay, Ginga. Interessant. Interessant. Guten Morgen, Moritz. Geben wir heute wieder alles. Flap, flap. Bong. Yeah, Pokémon-Zeitung. Supi. Was wohl diesmal in der Post ist? Lass mich mal schauen. Pokémon-Zeitung Extrablatt. Ihr wolltet immer schon wissen, was es mit Regenbogengummis auf sich hat? Nein. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um das allseits beliebte Power-Konfekt. Diese Süßigkeit darf in keinem Camp fehlen. Retterteams nah und fern loben diese süße Sünde in den höchsten Tönen. Ihr fragt euch warum? Nun ja, einerseits schmecken sie einfach himmlisch, andererseits kann man durch sie manchmal mysteriöse Kräfte erlangen. Diese besonderen Kräfte werden Talente genannt. Es handelt sich bei Regenbogengummis also um eine ziemlich kostbare Nascherei. Und zur Feier eurer ersten Camps hat es sich die Rettungsorganisation nicht nehmen lassen, euch ein ganz besonderes Geschenk zukommen zu lassen. Ihr erhaltet 3 Regenbogengummis von der Rettungsorganisation. Sie wurden ans Kamgama-Lager geschickt. Retterteams, die Regenbogengummis in ihrem Camp essen, gewinnen an Stärke. So kommen sie ihrem Traum einen Schritt näher, ein erstklassiges Team zu werden. Ende. Wow, Spendabbe! Und da wir 3 Stück bekommen haben, können wir sie mit Merle teilen. Zu den Camps geht es da lang. Ah, ich will es, glaube ich, nicht mit Merle teilen. Sorry. Aber wir können mal gucken. Zu Merle, hallo. Oh. Das ist jetzt enttäuschend. Mann, als ob man hier nicht mehr rumlaufen kann. Och man, das ist eine kleine Enttäuschung tatsächlich. Mann, was ist das denn? Ach, das finde ich blöd. Ist er jetzt eigentlich im Team oder nicht? Weiß es nicht. Minus? Ah, da kann man es so ansehen. Ach man, Mann, wieso Nintendo? Wieso? Ich fand die alten Retterteams besser. Doch, Mann. Haben wir ihn jetzt im Team? Ich habe keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Der Dungeon seltsame Höhle hat. Kann nun erkundet werden. Super Gegner, okay. Interessant. Ich würde sagen, wir machen mal eben hier alle Aufträge. Und dann schauen wir uns die seltsame Höhle an. Du kannst jetzt dein Team. Mit dieser Funktion kannst du wählen, welche Pokémon mit auf Abenteuer gehen.
Stell dir für dieses Abenteuer zuerst mal ein Team mit 3 Pokémon zusammen. Such dir dafür zunächst ein Team aus, wähle für das erste bitte Team Nummer 1. Okay. Team aufstellen. So. Hallo? Und Merle. So, perfekt. Okay. Dann können wir jetzt aufbrechen, oder? Oh, nee, ich will mit Moritz spielen, hallo? Das ist ja hier, ja. So. Ja, können wir jetzt aufbrechen? Danke. Dann eine Heilhöhle. So, ich wollte eigentlich noch meine Sachen lagern. Bei Kangama. Habe ich jetzt vergessen. Dann besiege ich den Anführer, okay. So, dann. Oh, lol. Wow, super Magnetilo. Ich bin impressed. So, gehen wir mal hier hin. Hier haben wir die Treppe. Oh, da ist Fifi. Als ob Fifi auf der Ebene hier ist. Ist ja schon wieder was. Okay. Hallo Fifi. Na, super, ne? Auftrag abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufträge wir hatten. Aber der Dungeon ist ja eh nicht so groß. So, okay, super. Gibt's noch mindestens. Okay, möchtest du. Nein, möchte ich nicht. So, ich drück B, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ich drück eigentlich immer B, habe ich auch früher immer gemacht. Also das Geld, das holen wir uns hier noch. Und wir hätten auch gucken können, ob wir noch andere Areale kaufen können. Also ein paar Camps. Das können wir gleich auch noch machen. Damit wir vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die Pokémon dann wirklich dazugehören. So. Oh, oh, nee. Ich will zur Seite gehen. Nein, oh Mann. Ich muss die Dinger töten, nicht hier. Ja, komm, greif du an. Magnetilo. Und? Oh, möchte nicht im Team bleiben. Mann, ey. Aber Ampelleuchter ist echt ganz schön gut. So, hallo Minun. Super, Auftrag abgeschlossen. So, na super. Gib mir auf. Okay, gibt immer noch einen. Ich würde sagen, wir holen uns da oben noch die Dinger. Ein bisschen Geld. Geld regiert die Welt, ne? Wissen wir alle. Dann gehen wir auch direkt weiter. Da ist Wampe irgendwo. Ah, da unten. Okay, Internet. Magnetilo kümmert sich um den. Okay. Wir haben nochmal Geld. Geld ist wichtig, Leute. Und Wampel gefunden. Cool. Ja. So, Wampel geht weg. Möchtest du den Dungeon? Ja, möchte ich. Ja. Wir können uns auch welche anschließen, wenn man Rettungsaufträge abschließt. Dann steht bei der Belohnung immer so ein Fragezeichen. Könnte entweder ein ganz, ganz seltenes Item oder ein Areal sogar bedeuten. Oder das. Oh cool, jetzt sehen wir den Bronzerang mal. Ja. Oder dass sie uns anschließen. Nice, 100. Guck mal, wir haben schon 25%. Super. 50 wieder. Jetzt haben wir noch mehr. So circa 37. Okay, das reicht für heute. Lass uns Feierabend machen. Am nächsten Morgen passiert nichts. Denn es gibt nichts, was passiert ist. Ah, guten Morgen, jetzt geben wir wieder alles. Es kommt schon wieder die Post. Nach Post.
angegriffen. Okay, das haben wir gelesen. Wir müssen noch Hunger noch lesen. Oh, okay. Super. Wir wollten jetzt einen Stallberg machen. Das war der nächste. Oh, da wollte ich gar nicht rein. Ach so, das ist immer so eine kleine Szene. Ich dachte, da könnte man auch vielleicht drin herumlaufen. Stallberg. Stallberg machen wir. So. Okay, die können wir nicht machen. Ist nicht schlimm. Seltsame Höhle können wir danach machen. Hallo. Willkommen. Camp erschließen. Auf welches Liste möchtest du zugreifen? So. Dann können wir jetzt schon mal Gewitterplateau kaufen. Okay, singen gleich wieder mit, okay? Wir kaufen noch eins. Nee, warte. Ich hole noch Geld ab. Alles nur Billika. Oh. Nee, lass mich in Ruhe. Enter. Lass mich doch. So. Willkommen in der Snobilikalbank. Abheben. Alles. Hier, bitteschön. Danke. Und kommen bald wieder. So, Camp erschließen. 2,7, dann hätten wir noch 400, ne? Boah. Hier gibt's ja schon fast alles. Oder sind das alle? Ich weiß es nicht. Auf ah, cool! Man sieht jetzt rechts, welche Pokémon man schon gesehen hat. Und kann dann sehen, welche dann in dein Team kommen. Da ich ja gerne Tarnel im Team haben möchte, gucke ich mal eben, ob wir hier irgendwo Tarnel schon haben. Da war Habitagon Panzer Eon, Pinsel Kickleon Giftzung. Folge, achso, das ist unsere. Was unter? Enton, achso, Enton. So, dann. Hier ist Tarnel, Magnetmine. Die kaufen wir uns mal eben. Dann pass mal auf, tralala. Kämpfst du, wir haben was für andere. Tada! Supi, danke schön, Knollelof. Ja, möchte ich. Ich habe ja noch Kohle. 2,5. Mystik sehen. Viele seltene, okay. Viele seltene, dann würde ich sagen, dass wir hier noch die hier kaufen, Disziplinberg. Dann pass mal auf, tralala. Kennst du, wir haben alles für euch da. So, der Disziplinberg. Dann nehmen wir noch Tiefgrünebene. Tada. Und wir holen uns noch den Klippenberg. Gut. Haben wir fast die erste Seite schon mal gekauft. Ist mega gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch Stahlberg. Und dann können wir den Part auch beenden, würde ich sagen. Dann können wir dann morgen dann die seltsame Höhle machen. So, hier ist Stahlberg. Und hier ist ein super Gegner. Ja, ja. Aufbrechen. Stallberg. Da, oh, ich liebe das Spiel trotzdem, auch wenn die Areale nicht mehr ganz so cool sind. Der Auftraggeber Minun ist auch mit von der Partie. Okay. Tarnel. Oh Gott, er kann zweimal angreifen. Was ein Held. Okay, verfehlt. Muggelhieb, aua, das tat weh. Das tat weh. Oh, der ist weg. Okay. Ja, wir müssen mal eben hier wechseln. Gärtner. So, Angriff. Gut. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass das vielleicht einer uns anschließt. Es ist natürlich sehr, sehr selten, dass das passiert. Aber irgendwann wird es mal passieren, hoffe ich mal. Muss jetzt nicht unbedingt ein Rabaut sein, weil ich nicht der große Rabaut-Fan bin. Aber irgendeins wäre schon ganz cool für die Zukunft. Ach, ich muss
ist nach unten. Okay. So, okay, da kommt schon direkt ein Pokémon. Pokémon. Es ist Zeit für ein Diamond Pearl. Könnt ihr uns an Pokémon? Okay, Rabatz ist irgendwo, da links. Ach, hier ist ein Gegner. Den habe ich nicht gesehen. Oh, 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 oh. Ne, du greifst Mino nicht an. So. Dann. Ach, Kacke. Boah, ist das blöd, dass man nicht mehr wechseln kann. Das ist echt nicht gut. Aber egal, Robots wurde gefunden. Danke, komm später bitte zu Pili per Post. Supi, tschüss. So, möchtest du den Dungeon? Nein, möchte ich nicht. Aber ich muss plus. Ach ne, Minun retten, muss ich nicht. Boah, Ampelleuchte ist echt gut. Wirklich. Wow, ich bin impressed von dir, Magnetilo. Beziehungsweise Merle. Oh, hier ist die Treppe. Gehen wir da mal drauf. Steilberg, Ebene 3. So, Sonnenkern. Okay. Minun zum Sonnenkern bringen. Ist ein über uns. Hallo Zigzags, ich weiß, dass wir die Ebene für dich haben, aber du nicht kommen wolltest. Schade, schade. Okay, der kümmert sich schon mal auf den. Na, hallo. Lass du. Nein, ich muss den töten. Plötzle, wohin gehst du? Ob die jetzt das Item da einsammeln. So, hier. Super, Minun, viel Spaß. Viel Spaß mit deinem Sonnenkern. Sonnenkern ist ja angeblich das schwächste Pokémon. Obwohl ich Sonflora ganz schön cool finde, eigentlich. Aber ist halt von den Werten her das schlechteste. Wieso habe ich jetzt hier ein Ausrufezeichen? Ich lasse mal das Ausrufezeichen und gucke mal, ob hier irgendwas ist. Weil das kann ja nicht sein, oder? Dass ich hier ein Ausrufezeichen habe. Wieso denn? Alles auch weg. Ist aber nichts mehr. Da kommt jetzt der Pupanze. So, den mache ich mit Blut nicht weg. Die mache ich mit Hut weg. Ja. Ich verstehe dieses Ausrufezeichen. Heißt das hier super starker Gegner oder so? Aber ich finde hier nichts. Ach, komm. Gehen noch mal hier gucken. Ob hier links ein Raum ist. Ist nicht. Ist hier rechts noch ein Raum? Nee. Okay, Leute. Dann gehe ich aber jetzt auch aus dem Dungeon hier. Komisches Ausrufezeichen. Verstehe ich noch nicht ganz. Naja. Weitergehen. Steilberg, Ebene 4. Hier ist nichts, okay. Aua, das tat weh. Aua. Ha, dich habe ich aber trotzdem easy. Ah, Steuer Junior. Cool. Oh, daneben. Nice. Ja, ich würde gerne mit B hingehen. Ach, mit B. Mit B kann ich tauschen. Okay, dann geht das doch noch. Das finde ich gut. So, Habitat. Ich habe das Gefühl, man verliert hier viel, viel schnell Hunger als in den älteren Teilen. Weil am Anfang hatte ich nie so ein Problem. Tatsächlich. Ja, weitergehen. Steinberg 5, hier ist auch nichts. Haben wir einen Apfel? Ja, haben wir. Essen. Moritz. Super. Okay. Der macht Zigzags fertig. Dann kann ich das hier nehmen. Donnershock. Cool. Oh, jemand hat einen Levelaufstieg. Ich.
Haha, ich. Oh, jetzt fühle ich schon mit 2 Leveln gegenüber Anton. Ach so, das könnte das natürlich bedeuten. So, gut. Oh, hallo, ich will schneller angreifen. So, ich habe Mediti. Gut. Und, komm, ach man, komm doch noch einen Schritt näher. Aua, Konfusion tut weh. Hallo, Anton, ich muss sie töten. Sonst kommen die vielleicht nicht in meinem Team. Oh, Tunnel. Oh, aua. Ja, Moritz. Okay. Puh, das war knapp. Schade, ist nicht in meinem Team. Mann, ey. Ich will nur ein Tunnel in meinem Team haben. Wäre so gut. Ist da irgendwas Besonderes? Nee, ne? Ich glaube nicht. Hallo Zigzags, möchtest du in meinem Team? Als ob ich jetzt hier jedes Pokémon frage, ob es in meinem Team kommt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Medi. Genau, mach mal Aquaknicke. Fassade. Ich habe glaube ich auch keinen Hut mehr. Wegen Apo. Apo Red am Start. Ah, da ist Six. Gott, wie heißt es denn nochmal? Da links ist auch das Königs-Pokémon auf der Ebene. Ich weiß grad nicht mehr, wie es heißt. Kommt gerade nicht auf den Namen. Pfiffien heißt es. Im Kampf haben sich Kleinstein und Team Entenfeuer angefreundet. Ja, wir haben unser erstes Pokémon. Ja, möchte ich. Cool. Nice. So, das ist schon mal sehr cool. Okay, die kümmern sich um das da oben. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich bin auch sehr, sehr stolz, dass wir Kleinstein haben. Natürlich, den müssen wir jetzt erstmal hier noch heile rauskriegen. Er darf nicht sterben, weil sonst war es das mit der Freude. Und, hallo Pfiffien. Auftrag abgeschlossen. Oh, komm später bitte zu Babypapost. Natürlich, Pfiffien. Tu ich. Nein, will ich nicht verlassen. Galoppa kommt jetzt schon. Okay. Dann Sammelbox, dann muss ich mal ganz, ganz schnell hier eine Sinnebeere essen. So. Jetzt kann es kommen. Ruckzuckieb. Aquaknarre ist mega gut. Donnerschock, super. Keine Ahnung, was es da gemacht hat. Das ist, weiß nicht, heißt dieser Fuß da physisch angewohnt oder was? Zeigt das überhaupt an? Greift das überhaupt an? Sehr lustig, Moritz. Alter! Ich muss die Klappe nehmen. Das ist ja OP. Ich gehe mal lieber weiter. Das Item Rätselschlüssel vom Plusle befindet sich auf dieser Ebene. Stell dir sicher, dass du das Item erhältst. Und ne, da ist ja noch ein super Pokémon. Ach man. Ich wette mit dir, das Item ist da in dem Raum. Ich will nicht zu Galoppa, Leute. Ich will nicht zu Galoppa. Oder unten scheint es, glaube ich, zu sein. Ich will nicht zu Galoppa. Galoppa, geh bitte weg. Geh bitte weg. So, Anton endlich. Nice. Ah nee. Okay. Anton nicht. Oh, hier haben wir's. Super. Supi. Auftrag abgeschlossen. So, Plüssle wird auch begeistert sein. Ja. Ja, möchte ich. Dieses Galoppa, ne? Das ist ja. Ulala, ey. Also ich glaube, das können wir noch nicht wirklich besiegen. Das war irgendwie saustark. Wenn mich das One-Shot
die ganze Zeit macht, ne? Dann ist das nicht so cool. Möchtest du deinen Schein zu deinem Team hinzufügen? Ja. Cool. Nice. Doch nicht in Camps vorhanden? Oh. Echt nicht? Oder heißt das, dass ich das noch nicht im Dings hier habe? Hier, bitte deine Belohnung. AP-Browser, okay, cool. 50, nice. Haben wir schon mal 200. Danke, dass du Rabauz gerettet hast. Hier, bitte deine Belohnung. Trainingsamen, okay. Perfekter Apfel, nice. Die füllen deinen Magen auf 100%, glaube ich. Was ging mir von dir? Okay. 50. Super. Und oh, Pfiffchen haben wir auch noch. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Knuddeluff-Orb. Knuddeluff-Orb. Ich guck mal eben, was das kann. Das interessiert mich. Okay, ich denke, das reicht für heute. Am nächsten Morgen passiert wieder nichts. Oh, flap, 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 flap. Bitte kein Flap Flap heute. Hä, wo ist Anton? Ah, da. Echt jetzt? Das ist die Basis von diesem Team Entenfeuer? Hier ist absolut nichts. Tote Hose. Echt trostlos, findet ihr nicht? Geradezu deprimierend. Pah, welches Retterteam hat schon so eine Bruchbude als Basis? Wie uncool. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Oh, sieht man einen Brief aus? Hätte ich so in einem Loch nicht erwartet. Boah, stimmt. Los, sieh nach, was drin ist. Hey, was fällt euch ein? Volltreffer, wenn diesmal keine Rettungsaufträge sind. Hahaha, entzückend. Steck sie allein. War das vorher auch ein Rettern? Ich glaube, das war früher mal ein Arbok, oder? Das dürft ihr nicht. Die gehören uns. Das ist Diebstahl. Pah, ist doch egal, wer den Job macht. Hauptsache ist doch, dass er gemacht wird. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, damit ihr es wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Als Retterteam kann man sich so gut wie alles leisten. Keiner muckt auf. Das ist unser Trick. Mehr Schein als Sein. Aber das bleibt unser Geheimnis. Uns geht es nur um eins, die Weltherrschaft. Wie bitte, die Weltherrschaft? Habe ich mich da gehört? Muchachachachan, nein, nein, du hast schon richtig gehört. Deshalb scheffen wir ordentlich Zaster und vergrößern laufend unsere Bande. Bald gehört die Welt uns. Und wisst ihr, wie wir uns nennen? Team Übel, der Name ist Programm. Wir sind das böseste und durchtriebenste Team weit und breit. Bis bald, ihr Dumpfbacken, muhahaha. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Oh, weg sind sie, Anton, weg sind sie, ja. Was für Ekelpakete. Nein, der Briefkasten ist leer. Sie haben einfach alles mitgenommen, mitgehen lassen. Flap, flap. Jetzt bekomme ich schon wieder Post. Klonk. Klonk, klonk, klonk. Ich bin ein kleiner Klonk. Da hatten wir Glück im Unglück. Philippa hat uns neue Post gebracht. Wenigstens können wir so weiter Pokémon retten. Naja, wir könnten auch einfach zur Infotafel gehen. Diese Typen, wenn die uns nochmal unterkommen, sollten sie sich bitte warm anziehen. Anton, nicht so ausrasten hier. Finde Freunde im Knuddeluff Orb. Mit einem Knuddeluff-Orb kannst du auch im Dungeons Retterteams Camps erschließen. Und weil wir uns nicht lumpen lassen, schenken wir dir gleich ein Exemplar. Stell dir vor, du triffst in einem Dungeon ein Pokémon, das sich deinem Team anschließen will. Doch du besitzt nicht das passende Camp dafür. Kein Problem, denn mit dem Knuddeluff-Orb und dem nötigen Kleingeld kannst du im Nu gleich vor Ort ein Camp erschließen. Ja. Kostet aber dann wahrscheinlich auch 10.000 Euro. So. Oh. Wollte ich lesen eigentlich. So, wir hätten jetzt eigentlich die Stunde durch. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen nochmal Steilberg. Dann gucken wir mal eben hier. Regenbogen, cool. Ja, dann machen wir nochmal kurz Steilberg. Lagern unser Geld mal sicherheitshalber ein.
Weil wenn wir sterben, dann ist es weg. Einzahlen. So. Perfekt. Ich brauche kein Item, sondern hier ist eine Beetle Cat. Und, oh, 32 ist voll. Da müssen wir was abholen. Abholen. Oh, beziehungsweise wir können es auch wegschmeißen. Ich habe, glaube ich, noch nie Sachen verkauft. So, ich möchte mal eben markieren hier. Wie hilft das? Achso, ach nee, was da reingesteckt wird, ne? Okay, dann müssen wir hier mal eben hin. Müssen wir es echt verkaufen? Könnte man es nicht früher Müll schmeißen? Verkaufen. So, das. Oh. Nein, mehr. Das brauche ich nicht. Intensivtickets brauche ich auch nicht, würde ich sagen. Sinnesamen würde ich behalten. Sinnesamen könnten wir auch behalten. Top-Ether kann auch einer noch weg. Knuddelwurf. Boah, vielleicht für die Zukunft. Wir haben so viele Samen bringen uns nichts. Okay. Ja. Okay, dann 528. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann gehen wir jetzt mal wieder in den Dungeon rein. Im Stallberg das letzte Mal und danach beenden wir dann auch den Part, denke ich. Haben wir circa eine Stunde und noch was. Könnte natürlich auch. Nee, ne. Seltsame Höhle kommen nach morgen mal. Ja, Stallberg. Ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Aufbrechen. Wir müssen nur aufpassen wegen Galoppa. Galoppa ist nämlich ein bisschen zu stark. Too strong for me. So. Gehen wir mal hier oben gucken. Oh, das Tarnel. Das ist wieder eine schallende Tarnel. Nicht zu hart treffen. Schade, kein Tarnel. Ja, ja, Tarnel, Leute. Ja, möchte ich. Oh mein Gott, wir haben Tarnel. Super, Tarnel. Das hast du gut gemacht. Ja, ja, ja. Geil. Wir haben ein Ziel in dieser Folge geschafft, ein Tarnel zu rekrutieren. Oh, mega cool. Oh, boah, ich bin gerade richtig happy, Leute. Cool. Das kommt auf jeden Fall in mein Team. Oh, ich habe Kleinstein überhaupt keinen Namen gegeben, ne? Ist mir gerade eingefallen. Das muss ich gleich noch machen. Oder wir lassen es einfach so. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Aber Tarnel gebe ich einen Namen, weil der kommt in meinem Team. Dann sage ich bye bye Magnetilo und hallo Tarnel. Haben wir schon zwei Fusionsmonster. Ich meine natürlich hier Psychomonster. Hier haben wir Silberberg, Banze. Aquaknarre, okay, aua, das tut weh. Und Ableuchte, ja, gut. Muss ich mal wieder nichts machen, ne? Sehr freundlich von meinem Team. Oh, noch ein Tarnel. Ampelleuchte, perfekt. Aua. Also, was heißt Aua? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso ich jetzt Aua gesagt habe. Das weiß ich nicht. Ah, da ist Nidoran. Direkt auf der Ebene hier. Super, Magnetilo. Du kannst das. Also früher konnte man auch immer vier Leute mitnehmen. Deswegen weiß ich nicht, wieso wir das jetzt nicht mehr können. Ah, ich habe Riesigbeere gegeben. Ja, bitteschön. Auftrag abgeschlossen. Ja, vielleicht erreichen wir auch gleich schon den nächsten Retterteam rein. Wäre auch cool. Cool, cool, cool. Da gehe ich gleich auf jeden Fall erstmal was essen. Denn nämlich jetzt 12.47 Uhr. Oh, was esse ich denn gleich? Ich weiß es nicht. Das ist Taubsi. Taubsi ist bei der Treppe, also unter uns. Haben wir noch einen Tarnel? Super. Der hat mich nicht zweimal angegriffen, finde ich gut.
verlieren, ja? Nebelhebersamen, oh mein Gott. Oh, dieses Tunnel, ey, alter Schwede. Oh, okay. Ich habe das Item nicht dabei. Weil das Anton zerstört hat. Ach, kacke, ey. Ich hoffe, hier gibt es noch so ein Item. Was haben wir hier oben? Oh, hier könnte was sein. Mini-Belebersamen, super. Schnell zu Taubsi. Ich frag mich zwar, wieso es das haben will, weil sie kann ja noch fliegen, so wie es aussieht. Und ist nicht down. Was wir jetzt schon so oft kaputt gegangen sind, ne? Das ist schon, ja, heftig. Was möchtest du in Dungeon wirklich verlassen oder dir? Nee, möchte ich nicht. So, ein Auftrag ist nämlich noch hier. Und den finde ich. Oh, hier ist er aber nicht. Okay. Oh, ich bin so glücklich mit Tarnhill, ey. Dass ich jetzt nur noch Heide nach Hause bringe. Okay, hier haben wir auch einen Raum. Da ist nichts, dann gehe ich mal nach links. Hier ist tatsächlich die Treppe. Super. Weitergehen. Steilberg 7. So, hier haben wir Voltoball. Okay. Das Gute ist, hier ist wohl kein böses Monster, vor das ich Angst haben muss. Also kein Galopper. Oh Gott, Geduld. Das muss weg hier. Oh, scheiße, daneben. Und Ampelleuchte. Ja. Schafft ihr das? Super. Super, super. Auf euch ist Verlass. Alter, wie viele Belebersamen hier sind. So, Aufträge abgeschlossen. Verlassen. Ja, was? Ich hab Nein gedrückt. Ach man, Leute. Jetzt muss ich den Dungeon doch noch machen. Ah, nee, muss ich nicht. Super. Ja, verlassen. Die Aliens haben uns entführt. Tunnel. Cool. Nice. Möchtest du Tunnel und dein Team hinzufügen? Ja. Nice, cool. Ja, möchte ich. So. Dann, Tarnel. Habe ich jemanden auf der Liste? Ich nehme Adi. Adi. Er hat geschrieben, er wollte ein Boden-Pokémon sein, aber... Ja. Egal. Ja. Spitzname lautet Adi. Vielen Dank dafür, dass du mir das alte Mini-Belebersamen vorbeigebracht hast. Hier bitte deine Belohnung. Oh, Ködersamen, Taubsamen, okay. Taub verwirrt die Gegner, wenn man das isst. Ja, wir sind jetzt nicht mehr Amateurrang, sondern Normalrang, Leute. Cool. Verfügbare Plätze im Camp, 8. Anzahl annehmbarer Aufträge, 16 Aufträge können wir jetzt annehmen. What? Früher war immer maximal 8. What? Anzahl zusammenstellbarer Teams, 3. Kapazität der Sammelbox? Wow, 32. Okay. Ja. Danke, dass du Voltoball gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung. Perfekter Apfel, nice. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir. Weiß nicht wie viel. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt wieder. Wow. Boah, Mann, das Spiel, das macht so viel Spaß, Leute. Ich liebe Pokémon Mystery Dungeon. Am liebsten würde ich fast schon sagen, ich mache hier einen 2-Stunden-Part raus. Aber, nee, heute nicht. Ich muss ja gleich was essen, Leute. Ich glaube, einstündige Parts, die reichen auch aus, oder? Vor allem pro Tag. Aber vielleicht mache ich es nicht ganz pro Tag. Mal schauen. Aber noch bin ich zuversichtlich, dass ich das tatsächlich mache. Hoch, wer hat das gesagt? Oh, Raupi. Oh, hallo Raupi, wie geht's dir? Bitte, bitte helf meinem Freund. Was ist denn los? Also mein Freund Saftkorn und ich haben im Wald zusammen Verstecken gespielt. Und da muss er sich irgendwie verlaufen haben. Der Arme irrt jetzt bestimmt immer noch ganz allein im Wald umher.
Na, das klingt ja gar nicht gut. Muhahaha. Oh, ihr seid wieder hier? Nur keine Angst, wir sind hier, um deinen Kumpel Safka zu retten. Wartet mal, Raupi hat uns um Hilfe gebeten. Muhaha, glaubt der Amateur wirklich jetzt? Auch nur die geringste Chance. Wir sind keine Amateure mehr, wir sind jetzt normal. Ha. Was sagst du da? Wer hier jemanden rettet, spielt keine Rolle. Es kommt nur darauf an, dass der Retter am Ende als Held dasteht. Hör mal, Raupi, was hältst du hiervon? Wie wär's, wenn du einfach dem Team die Belohnung gibst, dass deine Freunde zuerst zu dir zurückbringst? Aber ich hab doch gar kein Geld. Aber mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Deine Mama wird uns später bestimmt eine angemessene Belohnung zahlen. Muhahaha. Ach, und du kannst sogar unser Team beitreten. So einem Angebot kannst du doch unmöglich widerstehen, wenn du bei uns mitmachst. Mach ich dich bei Team Übel zu einer echt großen Nummer. Also abgemacht, Palinier. Wer Raupis Kumpel zuerst rettet, gewinnt. Los, Leute, suchen wir den Bagger. Aber ich will doch nicht in euer Team. Hab keine Angst, wir retten deinen Freund zuerst. Moritz, gehen wir. Okay. Aber nicht sofort, Raupi. Ich muss erstmal geschäftliche Dinge unternehmen. Und zwar wollen wir noch die seltsame Höhle hier eben uns holen. Vor allem, dass wir jetzt 16 Aufträge nehmen können. Was ist das, Leute? Das ist heftig. Echt heftig. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welches Switch-Spiel ihr gerne noch sehen wollt. Und wenn ihr irgendein Pokémon... Also wenn ihr irgendwie ein Pokémon sein wollt, dann schreibt mal in die Kommentare, wie es heißen soll und welches. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und... Was soll ich nur tun? Ich hab doch gar kein Geld. Aber bei diesem Team Übel will ich auch nicht mehr machen. Bitte Moritz, hilf uns. Ja, bis dann, euer Kamito. Haut rein. Ciao, rechts ist die Playlist, links ist das neueste Video. Wahrscheinlich Pokémon müsst ihr wieder anschauen. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.